Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Internet Marketing Know-How. Vor kurzem habe ich an einem Training von John Maguire teilgenommen, wo er unter anderem über die größten Herausforderungen von Affiliate Marketing Anfängern gesprochen hat. Ich habe das mit den Herausforderungen verglichen, die ich vor einigen Jahren hatte, als ich im Affiliate Marketing gestartet bin. Ich habe mir natürlich dann auch den Affiliate Pro Premium Kurs von John Maguire besorgt und ich war begeistert davon. In diesem Online-Training möchte ich die 5 größten Hürden kurz aufzeigen, damit Sie aus diesen Fehlern lernen können und schneller auf die Gewinnerstraße kommen. Gleich vorweg, im Affiliate Pro Premium Kurs geht John Maguire auf all diese Herausforderungen ganz genau ein, sodass Sie bei diesen Hürden keine Zeit und Geld verlieren müssen, um schneller den gewünschten Erfolg zu erzielen. Schauen wir uns die 5 Hürden einmal genauer an. Hürde 1. Ablenkungen durch eine Vielzahl an Angeboten. Eines der größten Probleme für Leute, die im Affiliate-Marketing starten, ist, dass sie von einer Vielzahl an Angeboten im Internet umgeben sind. Viele suchen nach kostenlosen Informationen im Internet, so lange bis ihr E-Mail-Posteingang mit Informationen überflutet ist und sie nicht mehr wissen, wo sie beginnen sollen und welcher Schritt der erste sein soll. Ich kann Ihnen nur den Tipp geben, folgen Sie der Affiliate Pro Schritt-für-Schritt-Anleitung, dann brauchen Sie sich darüber nicht mehr den Kopf zerbrechen. Denn dort erhalten Sie ein fertiges Konzept, das Sie nur noch umsetzen müssen. Hürde 2. Die Auswahl der richtigen Nische bzw. des richtigen Themenbereiches. Auf den ersten Blick scheint die Auswahl der richtigen Nische eine einfache Aufgabe zu sein. Doch für viele neue Leute in diesem Bereich ist es eine der größten Herausforderungen. Die meisten starten die Suche nach dem geeigneten Thema mit ihren Interessen, Fähigkeiten und Kenntnissen zu einem bestimmten Bereich. Das ist auch gut so. Doch wenn Sie dann auch die Faktoren Wettbewerb, Suchvolumen, Käuferabsicht, Keywordphrasen und andere Aspekte genauer betrachten, dann wird die Situation schon schwieriger. Viele verbringen viel Zeit mit der Auswahl einer Nische, Keywords und geeigneter Affiliate-Produkte, sodass sie sich im Kreis drehen und keine sichtbaren Ergebnisse, also keine Gewinne entstehen. Hürde 3. Erstellung einer Website. Viele Newbies starten mit null HTML-Erfahrung. Sie haben noch nie eine Webseite erstellt und können mit der einfachen Anleitung oder mit einfachen Anleitungen oft nichts anfangen. Fertige Systeme und genaue Anleitungen, so wie es John Maguire im Premium Affiliate Pro Premium Kurs hineingepackt hat, helfen Ihnen, diese Herausforderung zu lösen. Hürde 4. Erstellen von Inhalten. Wenn Sie zu den wenigen Glücklichen gehören, die eine Nische gefunden haben, wo Sie bereits ein großes Vorwissen mitbringen, ein guter Autor und Marketing-Experte sind, dann ist das Erstellen von Inhalten kein Problem für Sie. Doch von diesen Leuten gibt es nur wenige, sehr, sehr wenige. Und für den Rest bedeutet dieser Teil meist einen hohen Lernaufwand und hohe Ausgaben, bis Sie die geeigneten Lernmaterialien gefunden haben. Für einen Blog, Newsletter-Serien, Werbeartikel und so weiter brauchen Sie wirklich guten Content. Um diesen zu erhalten, gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder Sie schreiben ihn selbst, recherchieren, bilden sich weiter oder Sie lagern diesen Teil aus oder lassen zumindest einen Teil davon schreiben. Ich empfehle Ihnen immer die erste Variante. Wenn Sie sich als Experte auf dem Markt oder in einer Nische positionieren wollen, dann ist es wichtig, dass Sie so viel wie möglich in diesem Bereich wissen. Das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Qualitativ hochwertiger Content ist extrem wichtig. Larifari gibt es im Internet ja eh genug zu finden. Aber es geht nicht nur darum, den Inhalt zu schreiben, sondern Sie müssen diesen Inhalt durch Ihre Worte auch verkaufen können. Und das nennt man Copywriting. Auch auf diesen Aspekt geht John Maguire im Affiliate Pro Premium Kurs ganz genau ein. Hürde 5. Traffic aufbauen und die Besucheranzahl steigern. Wenn Sie Ihre erste Website erstellt und Ihre Affiliate-Links bzw. Produkte eingebunden haben, beginnt die eigentliche Challenge. Das ist für viele Anfänger in diesem Bereich die eigentliche Überraschung, denn viele erkennen erst jetzt, dass eine funktionierende Website nichts bringt, wenn nicht ein Besucherstrom hingelenkt wird. Viele stehen vor der Entscheidung, welche Werbestrategien sie einsetzen sollen.
eher den Pay-per-Click-Weg, wie zum Beispiel Google AdWords, oder doch kostenlosen Traffic erzeugen. Beide Wege haben ihre Vor- und Nachteile. Viele neue Leute, die mit Pay-per-Click-Werbung starten, verlieren viel Geld. Aber auch diejenigen, die mit kostenlosen Werbestrategien beginnen, sind oft komplett überfordert von der Vielzahl an Möglichkeiten. Auch hier bietet John McGuire mit seinem Affiliate Pro Advanced Kurs eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, in der er jede Werbestrategie genau bespricht, sodass Sie sofort damit Ergebnisse erzielen können. Wenn Sie also im Internet Geld verdienen wollen, ohne selbst Produkte zu erstellen, dann ist Affiliate Marketing das Richtige für Sie. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich zuerst die kostenlosen Informationen von John McGuire im Affiliate Pro Kurs zu holen und sich dann auch ein Exemplar Affiliate Pro Premium zu sichern, um einfach einen Abkürzer zu nehmen und schneller im Affiliate Marketing mit Ihren Partnerprogrammen Erfolg zu haben und natürlich Geld zu verdienen. Ich hoffe, Sie können diese Informationen umsetzen und diese Hürden schnell überwinden. Natürlich interessiert es mich auch, was Ihre größten Hürden und Herausforderungen im Affiliate-Marketing sind. Hinterlassen Sie hier unten einfach Ihre Fragen und Kommentare. Natürlich können Sie dieses Online-Training wieder in Twitter, Facebook oder woanders weiterempfehlen. Oben rechts finden Sie hierzu ein paar Buttons, um das schnell zu erledigen. Mir bleibt noch über, Ihnen viel Erfolg zu wünschen. Bis zur nächsten Sendung auf Internet-Marketing-Know-how. Ihr Klaus Wolfsberger.